Ich meine mich zu erinnern, dass wir irgendwas über den Kapitän in letzter Zeit gehört haben. Den Zwölfen zum Gruße. Fragen wir doch mal. Schön, euch wiederzusehen. Kannst du was für mich tun? Anscheinend nicht. Wir könnten Sachen kaufen. Oh ja, geschwärzter Schulterpanzer. Kopf, linker Arm, rechter Arm. Ja gut, eins noch auf den Kopf dazu. Aber es sieht natürlich geil aus. Kirgia Einsatzhemd. 444. 33. Nicht für Zwerge. 444. 22. Dafür hast du noch 11 dazu. Folgt mir. Was hast du? Dein Kettenhemd. 444, 11, 11, 11. Da würde sich schon mehr lohnen. Vorgrippen kannst du ja eh nicht anziehen und du. 333, 11. 44433. Das ist doch Stoff, oder? Ach, ich habe ja gerade eh schon gespeichert. Also Stoff, dementsprechend müsstest du doch eigentlich damit zaubern können. Hä, warum kann ich mit dem... Ein Wort. Alle mal hergehört. Nicht mal sprechen. Ach Mensch, Jungens. Dann kommt er nochmal weg. Und geht dann nochmal hin. Warum... Ihr seht's ja, ich klicke den an. Man sieht's hier oben, aber das scheint irgendwie... nicht zu wollen. Komisch. Können wir mit dem Schiff wegfahren? Ah, schade. Krämer, Rabbelbusch, Captain Dealbug. Warum geht es nicht? Lad nochmal bitte, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum funktioniert das auf einmal nicht? Ich meine, wir haben ja... nichts gemacht, eigentlich. Schauen wir nochmal. Ah, jetzt. Na also. So, gibt es Hemd her. Ardus Heldenfrühstück, Brandbolzen, Ogerkeule. Zweihandhiebwaffe. Oh, 3W+4. Alter, die werden wir sowas für Vorkrim kaufen, das ist klar. Aufgepasst. Was hast du denn? Da müssen wir mal vergleichen hier. 3W+5, 1W+8. Ist auf jeden Fall besser, glaube ich. Von 3. Von 8 bis 18+5, 23. 8 bis 23. Und hier 9 bis 6+8 sind 14. Ist auf jeden Fall ein Unterschied. Hat nochmal 50 cm mehr Reichweite. Aber dafür sind die Waffenboni natürlich schlimmer. Spezialattacken sind wahrscheinlich bei beiden gleich. Und es wiegt um einiges mehr natürlich. Und wir können es uns im Moment nicht leisten. Stilett. Dolch. Ja, schön. Schweres Breitschwert. Dazu bräuchte man Schwerter. Die Ogerkeule. Was müssten wir dafür verkaufen? Wenn wir Varinas Hammer verkaufen, den bräuchten wir dann nachher nicht mehr. Aber das würde immer noch nicht reichen. Ein Holzschild kann man verkaufen. Warum hat denn Vorkrim eigentlich? Na egal. Brabak-Bengel. Ach, da hat er ja selbst ein Schild. Brabak-Bengel brauchen wir auch nicht mehr, oder? Hiebwaffen. 1W+4. Obwohl, der ist gut. Den würde ich mir echt lieber aufheben. Falls man das nochmal braucht. Wie kriegen wir denn jetzt gescheit Geld zusammen? Das Lederwams kann weg. Es gab schon mal 2 Dukaten. Heiltrank, Parfüm, Schleifstein.
Wurfdolche. Nein, Dukaten. Das ist natürlich echt schwierig. Ja gut, schauen wir erstmal, ob wir hier mit dem Hemd was anfangen können, weil sonst würden wir das ja nicht kaufen und haben genug. Oh. Sieht zwar nicht so schön aus, aber die Werte, die sind wesentlich besser und wir können damit zaubern. Wie schwer ist das? Ein Stein, Behinderung 2,5. Behinderung 0 und 1,5 Stein. In den Geheimlaboren des KGIA tief unter Gareth entwickelten die besten Schneider rund um den genialen Erfinder Kmarkusi dieses absolut unauffällige Hemd mit dem genialen Rüstungsschutz. Denn versucht man es mit der Klinge zu durchdringen, entfalten sich die wahren Kräfte dieses Hemdes. Sehr, sehr schön. Aber dem wirklich... ihm das zu geben? Na klar. 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1. Ich meine, der sollte ja eh meistens im Hintergrund sein. Und zaubern. Ach komm, ist doch egal, oder? 4, 4, 4, 1, 1. 1, 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
im flinken Frettchen. Aber ich glaube auch nicht. Na, schauen wir mal, vielleicht hat der Kellner ja irgendwas aufgeschnappt, ein Gerücht oder sowas, dem wir nachgehen können. Meister Hammringer, guten Tag. Ja, habe ich gesehen. Cordogane. Ah, ihr seid also doch interessiert an dem Bürstenset mit der Gratis-Kiste Seifenpasten. Nein, das ist doch eh ausverkauft, glaube ich. Schotterbursch, ach. Doch, was soll sein? Den kann man doch auch noch. Hier gibt's anscheinend nichts Neues. Du vielleicht, Kalmundhangler. Hallo. Was kann ich für euch tun? Wahrscheinlich nichts. Ja, natürlich. Die hält sich mal für nötig, mit uns zu quatschen. Stelzenpill. Wer stört? Ich. Also du. Eigentlich. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Dann gehen wir halt wieder. Wenn es ja nichts zu machen gibt. Götter und Glaube. Ingerim ist der Gott des Feuers, des Handwerks und der Schmiedekunst. Als Angrosch gilt er den Zwergen als oberste und einzige Gottheit. Und er wird von ihnen verehrt. Oder so. Ist hier hinten vielleicht irgendjemand? Laut Minimap, ja nicht, was sind das? Ah, hier war der Mord ganz am Anfang an dem Drachen, wurde der, glaube ich, genannt. An dem Typen. An diesem... Wie hieß diese Sportart nochmal? Nicht Gulmon, das sind diese Teeblätter. Galandor Kubines, mein Name, und exotische Waren aus ganz Aventurien in meine Sortiment. Oh, das freut mich sehr. Zeige doch mal her. Es reimt sich. Kjalsgerländertracht. Aha. Kann man natürlich auch mal wieder nicht gebrauchen. Krötenhaut. Was? Grobe Lederwäsche aus weichem Leder, die dicht mit Nieten bedeckt ist und ihre Verbreitung vor allem in Torwall findet. Zu dieser traditionellen Oberbekleidung gehören zudem ein breiter, schwerer Gürtel und ein kurzes, weißes Wollhemd. Aha. Sieht bestimmt schön aus, aber können wir von den Werten her nicht gebrauchen. Spangenhelm. Kopf 3, Flügelhelm, Kopf 3. Fingerklinge, Bock. Ey, ich hab keinen Bock da drauf. Minus 1 und 1. Sieht aber schön aus. Skraja, Messer 3, zack, ist ein Speer. Wie zu erwarten, Wurfbeile. Naja. Dankeschön. Aber ich bin nicht interessiert und hier ist unser Freund. Der Orientale. Nasreddin. Man hat euch zu mir geschickt. Das kann sein, ja. Entschuldigt, Scully ist mein Name. Anscheinend habt ihr schon von Diplomat Gerling, ach, der Diplomat, der feine Herr, Empfehlungen erfahren. Er sagte mir, ihr seid genau der richtige Mann für brenzlige Angelegenheiten, vorausgesetzt die Bezahlung stimmt. Wie viel würdet ihr dafür verlangen, mich auf meiner Mission zu begleiten? Aiwa, sagen wir 200 Flus. Du willst 200 Fussel oder was? 200 Karten, habe ich das richtig verstanden? Ja, 200 Flus. Geld, Karten, alles das gleiche. So viel habe ich nicht. Alla, ja, das ist ja sehr merk. Kein Geld, keine Geschäfte. Jetzt braucht er 200 Karten. Ich würde den eh nicht mitnehmen. Das ist ja klar. Schauen wir mal, ob wir gegen Ende des Spiels 200 Dukaten übrig haben. Dann kann man den vielleicht noch anheuern und mal schauen, was er zu sagen hat. Willkommen an meinem Stand. Was kann ich für euch tun? Oder eben, wie schon so oft, mit einem Quick-Save das alles erledigen. Tretet näher. Ja, komm, zeig her. Das ist ja interessant. Wir sind jetzt ja auch völlig pleite. 85 Dukaten haben wir noch. Hä, warum haben wir 85 Dukaten auf einmal? Was? 85 Dukaten? Wir haben doch die Ogerkeule gekauft. Und? Das Hemd. Wir waren doch pleite.
Ach, keine Ahnung. Gut, dass du gerade da bist. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Störebrands den Diebstahl ihrer Warenladung bei der Vogtin angezeigt haben. Sie haben sogar unser Haus damit direkt in Verbindung gebracht. Was? Eine eitle Sache ist das. Ja, das tut mir aber leid, ich bin unschuldig. Du sollst im Obergard des Taschmann einen Besuch abstatten. Er wird die Angelegenheit ohne großes Aufheben aus der Welt schaffen. Allerdings wird er eine Gegenleistung verlangen. Hier, diese Dukaten sollten genügen. Und, tust du mir diesen kleinen Gefallen? Gern doch, ich werde dem Obergardisten sein Geld zukommen lassen. Über diese Angelegenheit wird bald niemand mehr an Ferdok sprechen. Ja. Sehr gut. Hier sind die üblichen 60 Dukaten für Taschenmann. Melde dich bei mir zurück, sobald alles erledigt ist. Alter, diese... wie heißen die nochmal? Niceback, glaube ich, gell? Gott, sind die nervig. Ich mag die nicht. Hier vorne haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwas abgesucht. Obergardist Taschmann. Da vorne steht er, ja. Ich glaube, nach irgendeinem Schlüssel oder so, den Ardo verloren hat. Ich glaube, für die Tür im Anwesen, die ja irgendwie verschlossen ist. Und dann die wird dementsprechend nicht rankommen. Davon hat der Haushälter doch mal irgendwas gesagt. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob der Schlüssel hier rumliegt oder wir den später einfach irgendwo finden werden. Keine Ahnung. Werden wir dann hoffentlich irgendwann herausfinden. So, wo ist... Ach, da schon wieder. Haben wir auf die eigentlich schon mal gewettet? Der Kampf ist noch in vollem Gange. Alles ist noch offen. Wollt ihr wetten? Warte mal. Wie ist denn das von den Schadenswerten? Da war gerade 14. 6 Schadenspunkte auf Stahlknüppel Joe. Dieser legt nach uns, trifft den Hammerfresse Janko schon wieder nicht. Ein sehr spannender Kampf, meine Damen und Herren. Wer wird es wohl gewinnen? Ist es Stahlknüppel Joe oder ist es Hammerfresser Django? Wir werden es wohl niemals erfahren, wenn das so weitergeht. Es wird das Publikum auf jeden Fall erheitern, wenn irgendjemand gewinnen würde. Aber es sieht im Moment nicht... Oh, 5 Schadenspunkte. Das wird Stahlknüppel Joe nicht gefallen. Ob es das gefallen lassen wird, das gilt es herauszufinden. Und nochmal 4 Schadenspunkte, 2 Schadenspunkte. Ist er in der Lage zurückzuteilen? Das scheint ein entscheidender Sieg, ein entschiedener Sieg sogar zu sein für Hammerfresser Django gegenüber Stahlknüppel Joe. Dementsprechend platziert eure Wetten so schnell es doch geht. Und zwar 20 Silber auf Hammerfresse Django. Habe ich schon gespeichert, ich weiß es nicht. Und jetzt noch eine hinterher. Der Kampf ist noch in vollem Gange. Alles ist noch offen. 20 Silber auf Hammerfresse Django. Sehr wohl, viel Glück. Los, Hammerfresse Django, den packst du. So. Nein! Oh, da habt ihr wohl auf den Falschen gewettet. Nun ja, man kann ja nicht immer Glück haben. Vielleicht läuft es beim nächsten Mal besser. So, Jungs, rabbelt euch wieder auf, die nächste Runde beginnt. Das kann ja wohl nicht sein. Kann ich nicht da in den Ring eintreten? Der Kampf ist noch in vollem Gange. Alles ist hier, 20 Silber auf Hammerfresse Django. So wird das doch nichts. Los, die Deko. Hau ihn weg! Hau den Stahlknüppel weg. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Schon wieder. Der Kampf ist wenn noch in vollem Gange. Alles ist noch offen. Wollt ihr wetten? Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt auf Stahlknüppel Joe wette, dann fällt der bestimmt um. Menschenkenntnis, glattes. Also ich weiß nicht. Irgendetwas geht bei diesen Kämpfen nicht mit den richtigen Dingen zu. Es kann doch nicht angehen, dass ich ständig verliere. Ja, du vor allem. Ich verliere ja mein Geld. Oh, da kann ich euch beruhigen. Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann. Vielleicht ist heute einfach nicht euer Tag. Das kaufe ich euch nicht ab. Ich sage, wie es tatsächlich ist. Diese Kämpfer hier sind getürkt. Und ihr seid ein verlogener Hund, Durdan. Wir machen es so. Ich trete gegen einen von den Kämpfern an. Und dann sollen die mal auf mich wetten. Was ist los? Die Kämpfer sind getürkt, Durdan. Nein, nein, ich versichere euch, es ist alles bestens. So glaubt mir doch. Ein Dreck, glaube ich dir. So langsam dämmert es mir, woher meine ständige Pechsträhne kommt, du Halunke. Aber, meine Herren, beruhigt euch doch. Das ist doch alles nur ein verleumderisches Geschwätz von
Hä? Das ist doch alles nur verleumderisches Geschwätz von seinen... Hä? Was? Na, meinetwegen. Jetzt reicht's mir aber. Schnappen wir uns diesen Betrüger. Auf ihn. Was? Nein! Ah! Hey, der will stiften gehen. Hey, Dordan! Hinterher! Bleib jetzt nicht stehen! Wir erwischen dich doch sowieso! Weiterkämpfen? Nee, keine Lust mehr. Wem soll ich hinterher? Ja. Da bin ich dabei. Ach nee, ich hab doch gesagt, keine Prügelei mehr. Na dann, ums Eck ins flinke Frettchen? Das ist ein Wort. Nichts wie hin. Aha. Mit denen kann ich nicht quatschen. Bevor wir da reingehen, will ich erstmal schauen, was mit dem Typen los ist. Leider habe ich den Dialog von da jetzt nicht mitbekommen, aber ich glaube, der zwischen den beiden Kämpfern war schon recht amüsant. Wo ist er denn hingelaufen? Wahrscheinlich in die Kneipe.